Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Retro angespielt. Angespielt auf dem Amiga 500 Mini. Und warum das so besonders ist, das werde ich euch gleich erklären. Aber erstmal warten wir hier, bis das Spiel geladen hat. Das handelt sich übrigens um Raid over Moscow. Und ja, da ist es auch schon. Reimagine Games. Ursprünglich das Projekt von Access Software. Mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Pixel Glass. So, und jetzt erkläre ich euch mal, warum das was ganz was Besonderes ist. Und vielleicht geht in der Zeit auch der Demo-Modus an, wo wir uns ein bisschen was angucken können. Schauen wir mal. Das ist zumindest in der ursprünglichen Version gewesen. Die ursprüngliche Version stammt aus dem Jahr 1984 und ist erschienen auf dem C64 und ähnlich alten 8-Bit-System. Und ursprünglich war mal eine Amiga-Version geplant, die ist aber nie erschienen, beziehungsweise an der Entwicklung wurde begonnen, aber diese wurde nie fortgeführt. Und das lag wahrscheinlich daran, dass das Spiel relativ schnell auf dem Index gelandet ist. Und nun, Jahrzehnte später, ist tatsächlich dann diese Amiga-Portierung hier vollendet worden. Ja, worum geht es denn bei Raid over Moscow? Wenn man sich mal so die Symbolik hier anschaut und das Erscheinungsjahr 1984, dann kann man erahnen, dass dieses Spiel ein Relikt aus dem Kalten Krieg ist. Der Kalte Krieg, wo viele Angst hatten, dass er heiß werden könnte. In dem Spiel ist er heiß geworden. In diesem fiktiven Szenario greift die Sowjetunion die USA an. Und man selber spielt einen Protagonisten bzw. Piloten, der von einer Weltraumstation aus, da hat man damals schon die US Space Force vorgedacht sozusagen, auf Mission geschickt wird, um den Drohnenraketeneinschlag abzuwenden. Also die Rakete ist dann im Prinzip schon unterwegs und man muss zum Abschussort. Die erste Herausforderung ist mal, das hat viele damals schon zur Verzweiflung gebracht, überhaupt zu starten von dieser Weltraumbasis. Ohne jetzt in die Details der Steuerung zu gehen, es ist super kompliziert, anstrengend, sich da reinzudenken in diese Steuerung. Und ja, ein bisschen Frust möglicherweise vorprogrammiert. Wir müssen noch mal schauen, wie weit ich da heute komme. Eventuell, ich muss mal gucken. Also falls ich nicht alles schaffe, alles selber zu erspielen, wäre es eigentlich zu schade drum, euch nicht zumindest doch das eine oder andere zu zeigen. Ich guck mal, wie ich das angestellt bekomme. Hoffentlich habe ich jetzt an der Stelle nicht zu viel versprochen. Ja, wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Jedenfalls ist man dann in mehreren Rollen unterwegs. Also man fliegt dann mit seinem Flugzeug, Raumschiff in die Atmosphäre, dorthin, wo die Rakete abgeschossen worden ist, die ist bereits in der Luft, also hat man da auch ein enges Zeitlimit. Man befindet sich dann in der Atmosphäre irgendwo auf dem Planeten Erde, wahrscheinlich dann in der Nähe von, in Russland oder zumindest in der Sowjetunion muss hier zu einem Raketensilo fliegen. Dann wird man aber da versucht auch aufzuhalten mit wärmesuchenden Raketen, mit Hubschraubern, mit Panzern und was weiß ich. Da ist echt auch schon mal, wenn man das erste Hindernis überwunden hat zu starten, dann wird es da schon mal schwierig. Da durchzukommen. Wenn man da durchgekommen ist, dann kommt man noch sozusagen in einen Endboss-Fight mit dem Raketensilo, wo man zumindest mal das große Raketensilo in der Mitte vernichten muss, um diesen Raketenangriff abzuwenden. Und wenn man dann viele Raketenangriffe abgewendet und verschiedene Basen da vernichtet hat, dann kommt es zu einem Angriff auf den Kreml und nach dem Angriff auf den Kreml oder Kreml, muss man da noch irgendeinen Atomreaktor in die Luft sprengen und dann hat man möglicherweise die Welt gerettet. Wenn man noch genug Zeit hat, wegzukommen, ist schön, wenn nicht, ist auch okay. Ja, also erwartet euch jetzt entweder ein Frustfeuerwerk oder wir schauen mal, was da so jetzt bei rauskommt. So,
In dieser Version habe ich jetzt die Möglichkeit Beginner, Advanced oder Suicidal. Ich mache mal Beginner, wobei Beginner jetzt nicht wirklich den Schwierigkeitsgrad senkt. Das hat dann eher andere Einflüsse, zum Beispiel, dass an irgendeiner Stelle mehr Gegner sind. Und was es grundsätzlich auch hat, ich habe das mal kurz ausprobiert, in der Originalversion, wenn man Beginner gespielt hat, hatte man auf dem Boden an der einen oder anderen Stelle keine Kollisionsabfrage, beziehungsweise konnte, glaube ich, nicht auf den Boden stürzen. Ich meine, das wäre jetzt schon von vornherein ein bisschen schwerer, das Spiel. Sondern habe ich die Wahl zwischen Klassik-Steuerung und modifizierter Steuerung. Die modifizierte Steuerung habe ich ausprobiert, weil ich dachte, da würde alles besser, lasst die Finger davon. Die Klassik-Steuerung, da muss man sich ein bisschen umdenken. Also gleich vom Hangar, da sind wir in Schwerelosigkeit. Man hat mit der Trägheit zu kämpfen. Beim Feuerknopf gibt man da Schub nach oben. Man kann aber nicht bremsen durch die Trägheit. Also man muss dann ja sozusagen Schub nach vorne geben, um zu steuern. Durch eine Tastenkombination geht dann das Tor auf, wo man rausfliegen muss. Es bleibt aber nur kurz auf, also muss man genau gucken. Irre. Und auf dem Boden ist... Weil das Flugzeug seitwärts fliegt, ist links oben, rechts ist unten und unten ist steigen und oben, ja. Aber das kann man noch so ungefähr, wenn man Flugzeugspiele kennt, nachvollziehen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ansonsten, wenn es total schief geht, haben wir zumindest mal 50 Minuten gequatscht. So, Start. Übrigens soll das Spiel auf sämtlichen Amiga-Systemen laufen, also auch auf den ältesten. Ich habe es, wie gesagt, hier auf dem Amiga 500 Mini und jetzt in der Amiga 1200 Konfiguration laufen. Bedeutet, es könnte noch schöner aussehen, wenn man wollte. So, wir sehen es, ne? Enemy Launch, gegnerischer Start von Leningrad auf Washington DC. 7 Minuten Zeit, da unten ist die Anzahl meiner Flieger. Das sieht viel aus, aber vertraut mir, so viel ist das nicht. So, jetzt versuchen wir erstmal zu starten. Jetzt habe ich euch genug angefixt, jetzt wollt ihr was sehen, ne? Ja, mit ein bisschen Übung kriegt man das ein oder andere Flugzeug bestimmt hier raus. Na, 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 na. Ja. Jetzt kann ich überlegen, ob ich noch mehr Flugzeuge starten will. Aber ich starte gleich nochmal ein zweites. Dann sind die schon mal draußen. Wenn eins kaputt geht, kann ich gleich weiterspielen. Das muss man zwischendurch nämlich immer wieder neu starten. Ne? Das ist, muss man sich überlegen. Das hat aber auch Nachteile, wenn man zu viele Flieger draußen hat, glaube ich. Ich kann es gerade gar nicht genau sagen. Was war denn das? Man muss die auch alle wieder landen. Es sei denn, die gegnerische Atomrakete schlägt ein, dann bleiben die draußen. Also wer viel rausfliegt, muss auch viel wieder landen. Nein! Ja, oder so. Das ist genau das, was ich meinte. Aber ich wollte zwei starten, also starten wir auch zwei Flieger. Egal, was uns das kostet. Na. Na? Oh Mann! In die sich gerade wieder schließende Tür. Ja, so kann man auch seine ganzen Flieger verbasseln. Ich sag ja, es sind nicht so viele. Zumindest wenn der DAX am Steuer sitzt. Ich denke, ich werde euch auf jeden Fall zum Vergleich auch mal die C64-Version verlinken. Selber spielen werde ich die jetzt nicht. Hm. Ich habe es im Emulator versucht, das hat einfach nicht funktioniert. Ich musste da ein bisschen an meine zeitlichen Ressourcen denken. Aber manchmal ist ja auch schön, wenn andere das auch gespielt haben und zeigen. Da muss ich mir nur noch einen guten suchen, der es einigermaßen kann. Jawohl. Mein Gott, Agatha die Puppe kotzt. So, jetzt fliegen wir mal runter. Noch. Ja, knappe 4,5 Minuten, bis die Rakete einschlägt. So, die Rakete ist... Oh, rauf, rauf, rauf. Von oben kann man dann die Rakete abschießen. Ja, die trifft einen hundertprozentig, wenn man nicht in Tiefflug geht. Ja. So ungefähr.
Und jetzt kann ich auch nur direkt nochmal probieren, weil ich zwei Flieger gestartet habe. Sonst müsste ich jetzt nochmal... Ja, so schnell geht das. Weitere Flieger starten. Mal gucken, ob wir mal einmal durchkommen. Das erinnert mich ein bisschen an Saxon. Ich glaube, Saxon und Raid Over Moskau sind, glaube ich, die einzigen beiden Spiele, die ich kenne, die so komisch, so schräg isometrisch diesen Flug haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, sagt mir mal, ob ihr wisst, was ich meine. Und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr Raid Over Moskau kennt. Ja, so kann man auch rausgedriftet. Und wir starten direkt noch einen. Ich weiß, ich werde ihn brauchen. So, das Ende vom Lied wird sein. Entweder habe ich zuerst alle Flieger verbraucht. Oder die Rakete ist eingeschlagen. Noch 3 Minuten. Dann ist Washington DC weg. Was auch immer man davon halten mag. Ja, für damalige Zeiten ein denkbares Szenario, ne? So, Panzer ausweichen. Ich muss auf jeden Fall wieder runter. Runter. Nämlich gleich wieder eine Rakete. Nicht bloß in Ruhe. Ah. Ich glaube, ich wäre fast durch gewesen. Fängst aber immer wieder von vorne an, ne? Da ist nichts mit keine Gerade. No mercy. Man muss es einfach auswendig lernen. Am Ende. Ich glaube, ich muss auch nur an dem Hubschrauber noch vorbei. Nein! Ich habe mich dann gedacht, dass ich noch nicht so weit bin. Ja. Ja, Raid Over Moskau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ihr solche und andere Retro-Angespiels nicht verpassen wollt, dann damit ihr an den Kanal klingelt das Glöckchen. Dann bekommt ihr immer eine Push-Benachrichtigung, wenn der Jax wieder aus dem Hangar fliegt. Ha, das hat geklappt. So, ich belasse es aber bei dem einen Schiff, weil ich habe nur noch 1 Minute. Unwahrscheinlich, dass ich durchkomme in der Minute. Ich glaube, das nützt mir auch gar nichts. Mal schön auswendig lernen hier. Ich hätte vielleicht ein bisschen üben sollen vorher. Nein! Da kommt tatsächlich an der Stelle nochmal eine Rakete. Ja, okay, 30 Sekunden. Das schaffen wir nicht mehr. Auf keinen Fall. Dann verlieren wir wohl gleich Washington DC. Zum Glück haben wir ja ein paar Städte. Da gehen ja vorher die Flugzeuge aus, bevor die Städte ausgehen. Ich frage mich, warum es keinen Gegenschlag gibt hier. Jo. Washington DC, zerstört. Weg. Das muss aber eine fette Bombe gewesen sein. So, Leningrad auf Montreal. Ach, jetzt werden unsere Freunde in Kanada angegriffen. Da bin ich ja gleich nochmal motivierter. Mit dem letzten Flugzeug. Das würde an ein Wunder grenzen. Wenn das klappt. Also auf jeden Fall, also meiner Meinung nach auf jeden Fall viel Übung erforderlich. So, das letzte Flugzeug, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Tja, damals musste man noch viel auswendig lernen. Ja, von müssen kann natürlich nicht die Rede sein. Nein. Oh Gott. Ja. So viel gequatscht. Einmal probieren wir es noch. Ich habe so ein klein bisschen den Ehrgeiz, dass wir wenigstens einmal an diesem Hubschrauber vorbeikommen. Oder wenigstens dann. Oder mal einmal in die nächste Sequenz rein, wenigstens. Ich weiß gar nicht mehr, ob das mein Bruder war oder Freunde aus der Schule. Oder ein Freund meines Bruders. Ja, irgendwer konnte das richtig gut. Okay. Loading. Ich spiele übrigens hier mit einem ADF, mit einem Amiga Disk File. Und es ist auch nur eins. Also so groß ist das Spiel nicht. Dafür haben sie dann schon wieder eine Menge Musik- und Sprachausgabe unterbekommen. Liegen Welten zwischen der Version hier und der C64-Version. Aber ein bisschen was hätten sie vielleicht noch rauskitzeln können, aber vielleicht wollten sie auch den ursprünglichen Charme auch nicht zu sehr verändern. Also ich fand es schon ganz charmant und ich finde bisher zumindest die Umsetzung auch gar nicht so schlecht, bis ich wieder vors Hangartor fliege, versteht sich. Verflixt! By the way, wenn ihr den DAX unterstützen wollt beim durch Hangartore fliegen, schaut doch mal unter dem Video. Da gibt es zwei Knöpfe. Es gibt Super Thanks und Kanalmitgliedschaften. Da könnt ihr mir tatsächlich sehr mit weiterhelfen, wenn ihr mögt. Aber freilich werden meine Inhalte auch zukünftig gratis bleiben. Und Likes und Abos sind dann genug. Jetzt bin ich einfach nicht ein, wenn ich einmal so im Startmodus bin. Der Bruch ist sonst zu groß auch irgendwie, ne? Wenn man dann jedes Mal, wenn man zwischen den Modi immer wechseln muss. Wisst ihr, was ich meine? Fliegen wir mal drei raus. Sag ich jetzt mal so großkotzig, ne? Die fliegen wir raus. Ich will das dritte Flugzeug noch draußen haben. Wird ja unten weiß angezeigt. Und da muss ich aber auch, muss unbedingt aufs Zeitlimit auch achten. Das nützt nämlich alles nichts, wenn die Rakete dann doch einschlägt. Wobei ich damals schon nicht ganz verstanden habe. Obwohl damals kann ich die Geschichte gar nicht so. Die Zerstörung eines Atomreaktors oder des Silos dafür sorgt, dass die Rakete nicht mehr ankommen kann, die losgeschickt worden ist. Ich dachte immer, das wäre in Anführungszeichen Fire and Forget. Dass man dann auch nichts mehr machen kann, außer sie zu sprengen. Wenn die Rakete dann so eine Vorrichtung hat. Durch den Panzer abgeschossen, wa? Aus mir wird noch was hier. Shit! Das ist mit dem Gamepad gar nicht so leicht zu steuern. Ich hätte Joystick nehmen sollen. Okay, es ist doch, ich weiß wieder, was den Beginner-Modus ausmacht. Man kann nicht in den Boden fliegen. Da musst du nämlich auch noch aufpassen. Zu tief gelenkt. Also ich finde es ohnehin nicht leicht, das Spiel, muss ich sagen. Kann ich denn komplett über die Mauer fliegen? Können wir auch mal probieren. Ja, es geht.
Nein! Ah, verdammt, ich hätte dran denken müssen, dass da noch eine Rakete kommt. Okay, das war nicht so schlecht, oder? Könnt mir eure Meinung, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Da wollte ich zu viel, habe ich gedacht. Pass, genau. Gibst du einfach Gas, Augen zu. Nee. Nicht drin in dem Spiel. So, komm, das letzte. Entweder es geht jetzt kaputt oder wir kommen noch raus damit. Das ist heftig, ne? So ganz schwere los ist man auch nicht. Als er einen dann doch irgendwann wieder auf den Boden zieht. Also wenn der Flieger von selbst die Höhe halten würde, dann wäre das halb so wild. Das tut er aber nicht, sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Was? Ist von Saratov nach Miami? Ich weiß auch nicht, ob das immer dieselben Karten sind. In denselben Sequenzen? Ich glaube aber schon. Irgendwann hat man es dann wahrscheinlich drin, ne? Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob es immer dieselben Karten sind. Okay, ich muss runter. Das war nicht tief genug. Wie hätte ich das machen sollen? Ich weiß, wie ich es hätte machen sollen. Ich muss zwischen den Hindernissen runter. Es ist machbar. Ich weiß, dass es machbar ist. Wenn man nicht gegen den Baum fliegt. Ich Idiot. Entschuldigung. Ich gebe noch nicht auf. Ich will da durch. Da müsst ihr jetzt auch mit durch. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich freue mich natürlich. Keine langen Pausen. Gleich weiter. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, da auch weiterzukommen. Dafür ist dann wahrscheinlich direkt der Nachschluss. So, würde ich mal behaupten, ist meine Ehre wenigstens gerettet. Diese ganzen Anzeigen da unten, die sind tatsächlich auch alle maßgebend. Aber ich glaube, wenn man da drauf guckt, ja, man sollte besser auf den Flieger gucken. Und nicht so viel schwatzen wie ich, habe ich schon erwähnt, ne? Ist ja fast so schlimm wie andocken bei Elite. Lieben Gruß an David Braben. Slide. So, noch ein drittes bitte. So, drei in der Luft. Noch zumindest. Wahrscheinlich denkt auch, ich hab's ja nicht mehr alle, ne? Weil ich das so oft probiere.
Ich habe das halt auch ewig nicht mehr gespielt und ich konnte es auch nicht gut, muss ich auch dazu sagen. Und jetzt ist man natürlich älter und sieht das Ganze ein bisschen in einem anderen Licht. Man braucht doch eigentlich gar nicht so diese, so eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Man muss nur, so ein bisschen den Ablauf lernen, weil der ist ja nicht zufällig, sondern der ist ja immer gleich. Muss ich da am Boden durch? Kann das sein? Echt am Boden? Ja, ich kann es zumindest mal probieren. Nein! So schnell verliert man seine Flugzeuge. Ich will unbedingt einmal an den Hubschrauber vorbei. Ich habe das so im Gedächtnis, dass man es dann schon geschafft hat. Also, naja, die eine Stage. Und dann geht's auf den Boden, ne? Komm doch hier nicht am Boden durch. Boah, ich bin durch. Okay. Man muss irgendwie, genau, diese Scharte treffen. Nur ist gut. Die Höhe denn mindestens? Bin mir nicht sicher, ob die Höhe passt. Macht mich ja hier ganz gut, ne? Bis die Zeit abläuft. Ja, Saratov Lounge Site zerstört. Yay. Ha. Gibt's ja gar nicht. Ha. Etappenziele erreicht. Und man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Das tue ich euch natürlich nicht an. Wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis. Ich starte jetzt immer mal so im Standard 3 Maschinen. Für die Türme an der Seite hätten wir, glaube ich, noch extra Punkte bekommen. Kann man machen, wenn man genug Zeit und Bock hat oder schon Profi ist in dem Spiel. Ne? Kann man ja auch noch höher, schneller weiterspielen. Muss man aber nicht. Man merkt aber, ne? Also wenn man so ein halbes Stündchen spielt, dann kommt langsam so ein bisschen Training. Also es geht schon alles. Nur nicht gleich das Korn in die Flinte werfen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob die Karte wieder genauso aussieht oder nicht. Wenn sie wieder genauso aussieht, ist das aber immer noch keine Garantie, dass ich auch durchkomme. Ob das Spiel nochmal an irgendeiner Stelle schwieriger wird. Oder ob die Sequenzen wirklich immer gleich bleiben. Okay, die bleiben gleich. Heißt, man muss es einfach lernen.
Wow, im ersten Versuch. Oh, das aber nicht im ersten Versuch. Ein Stück höher. Das sieht aber aus, als hätte ich die richtige Höhe, oder? Nee, noch nicht ganz. So, wo ist das Problem an der aktuellen Höhe? Das ist, glaube ich, weniger schwierig, als es den Anschein hat. Das liegt an mir. Hä? Das war doch ein Treffer. Ach, das Flugzeug blinkt, wenn ich in der richtigen Höhe bin. Ist das vielleicht auch ein Tribut an den Schwierigkeitsgrad? Okay, ich muss sie in der Version offensichtlich nicht wieder selber landen, die Flieger. Okay. Oder sind die jetzt weg? Ach, keine Ahnung. Hey, nicht, dass wir hier doch noch weiterkommen. Ich drehe gleich durch. Der DAX dreht durch. Ganz ruhig. Das müsst ihr echt mal selber ausprobieren, wenn ihr könnt. Gleich in welcher Version. Ah, Mann! Schlechte Vorzeichen hier. Lass es mal bei 2. Das kostet ja auch alles Zeit mit den Starts. Ja, falle da mal durch. So, tief. Nicht zu fassen. Boah. Leningrad Launchzeit zerstört. Warum muss ich denn jetzt nochmal da durch? Approaching Moskau. Oh. Geht direkt weiter hier. Aber der Anflug, das ist immer dieselbe Sequenz. Approaching Moskau. Ich werd verrückt. Approaching Moskau. Oh Gott, jetzt muss ich gucken. Das war, glaube ich, irgendwie mit der Panzerfaust. Ist noch irgendwo Schützen.
nicht getroffen. Also immer in Bewegung bleiben, das ist schon mal... eine Grundvoraussetzung. Es kommen immer neue Leute nach hier. Ich muss irgendwie durch die Türen, glaube ich. So war das, glaube ich. Sicher bin ich mir aber nicht. Okay, eine weiße Tür. Okay. Da geht's wohl zum Reaktor. Aber ohne vorher noch alle Gegner zu vernichten, wird das wohl nix. Ich habe gleich keine Leute mehr. Muss ich die denn alle erwischen? Was will denn der Panzer da? Der macht da ja nichts. Wo muss ich den Panzer treffen? Da hinten kommt schon wieder Nachschub. Oder muss ich was ganz anderes treffen? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich überhaupt die Schützen da treffen? Muss ich mich hier überhaupt hin und her bewegen? Oder ist das einfach nur eine Zeitfrage? Komm, ich bleib jetzt einfach. Nein. Das hat leider nicht geklappt. Schade. Ich glaube tatsächlich, danach gibt es nur noch eine einzige Sequenz, die man bestreiten muss. Wenn ihr mich nochmal in Raider of Moskau sehen wollt, dann könnt ihr mich das ja auch in den Kommentaren wissen lassen. Vielleicht ergibt sich ja das ja mal in einem Stream oder irgendwann habe ich nochmal Laune dazu. Mal schauen. Wie gesagt, ich verlinke euch ja auf jeden Fall die C64-Version. Ich gucke mal, dass ich einen finde, der es auch bis zum Ende durchspielt. Aber ich denke mal, die Richtung des Spiels ist soweit klar. Ja, viele aneinandergereihte Zwischensequenzen, die leider immer gleich sind. Obwohl für mich war es jetzt gut, dass sie immer gleich waren. Also ich denke mal, also wenn ich das schaffe, wenn der alte Mann am Monitor das schafft, dann schafft ihr das auch, euch die Steuerung und den Ablauf dementsprechend einzuprägen. Und ja, das Spiel hat heute auch noch seinen Reiz vom Szenario. Mag man halten, was man will. Man darf, wie gesagt, das ursprüngliche Erscheinungsjahr 1984 dabei nicht vergessen. Und darüber hinaus lasse ich dazu jedem seine Eigengedanken. Gebe aber selber persönlich dem Gesamtspiel auch heute noch einen Spielenswert. Und das ist, denke ich mal, hier das Wesentliche. Bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.